Emil Cioran, auf den Gipfeln der Verzweiflung, der absolute Lyrismus. Ich möchte in radikaler Explosion ausbrechen mit allem, was ich in mir trage, mit aller Energie und allen Inhalten zerfließen, mich zersetzen. Meine Verwüstung sei in unmittelbarem Ausdruck mein Werk, meine Schöpfung und Inspiration. Ich wollte mich in der Zerstörung verwirklichen, mich mit rasendem Elan über alle Maßen und Grenzen emporschwingen. Mein Tod sei mein Triumph. Ich möchte, dass ich in der Welt und die Welt in mir zerschmelze, dass wir in unserer Tollheit einen apokalyptischen Traum gebären, absonderlich wie alle Untergangsvisionen und erhaben wie die großartigen Dämmerungen. Aus dem Geflecht unseres Traumes mögen rätselhafte Herrlichkeiten und bestrickende Schatten, sonderbare Gestalten hervorwachsen und schwindelerregende Abgründe gähnen. Ein Spiel von Licht und Schatten kleidet den Untergang in einen fantastischen Dekor, und eine kosmische Verklärung erhebe alles über das Erträgliche hinaus, wenn der Aufschwung zum Nichts losschnellt und die Formen in einer Exaltation der Agonie und Beseligung zerspringen. Ein allumfassendes Feuer verschlinge diese Welt, und sein Lohen einschmeichelnder als Weiberlächeln und immaterieller als die Melancholie löse Dämmerungswonnen aus, labyrinthisch wie der Tod und behexend wie in der Traurigkeit das Nichts. Es bedarf irrsinniger Erfahrungen, damit der Lyrismus zum äußersten Ausdruck komme, damit seine Spannungen die Grenzen des normalen Subjektivismus überschreiten. Der absolute Lyrismus ist der lyrische Ausdruck der letzten Augenblicke. Denn im absoluten Lyrismus verschmilzt der Ausdruck mit der Wirklichkeit. Der Ausdruck ist alles, ist das Wesen in einer bestimmten Hypostase. Er hört auf, eine untergeordnete und bedeutungslose Partialobjektivation zu sein und wird Teil von dir. Dabei ist nicht nur Sensibilität oder Intelligenz maßgeblich, sondern das ganze Wesen, der ganze Leib, das ganze Leben in dir mit seinem Rhythmus und seinen Pochen. Der vollkommene, absolute Lyrismus ist das auf die Stufe der absoluten Selbsterkenntnis erhobene Schicksal. Niemals wird dieser Lyrismus einen unbeteiligten Ausdruck annehmen können. Vielmehr ist jeder Ausdruck ein Stück von dir. Aus diesem Grunde ist er nur in den entscheidenden Momenten gegenwärtig, wenn sich die ausgedrückten Zustände mit dem Ausdruck zugleich aufzehren. Das Gefühl der Agonie, das komplexe Phänomen des Dahinsterbens, wenn der Ausdruck sich manifestiert und verbraucht, ist eine Überlagerung von Tat und Realität, denn die Tat ist keine Manifestation der Realität mehr, sondern wird zur Realität selbst. Der absolute Lyrismus, dieser unbändige Antrieb, sich zu objektivieren, liegt jenseits der Poesie, der Sentimentalität. Er nähert sich eher einer Art von Metaphysik des Schicksals an, denn in ihm manifestieren sich eine vollkommene Aktualität des Lebens und der tiefste Inhalt des Wesens, um sich auf die eine oder andere Weise zu lösen. In der Regel löst der absolute Lyrismus alles im Sinne des Todes, denn alles Entscheidende ist mit dem Tode unentwirrbar verflochten. Ich fühle, dass unter mir
ein dunkler und bodenloser Abgrund sich auftun müsste, um mich für alle Zeiten in ewige Nacht zu verschlingen. Und es erstaunt mich, dass dieser Vorgang sich nur im Gefühl, nicht aber in der Wirklichkeit entfaltet. Nichts erschien mir in diesen Augenblicken natürlicher, als dass ich in die Tiefen der Finsternis versänke, wo die schale Klarheit dieser Welt keine Spur eines Widerscheins mehr hinterlässt. Ich suche nicht nach einer organischen Erklärung dieses inneren Triebes zum Finsteren, weil ich keine für den Lichtrausch zu finden vermag. Ratlos überlege ich mir indessen, welchen Sinn der Wechsel zwischen einer Erfahrung des Lichtes und einer Erfahrung des Dunkels haben könnte. Die Vorstellung der Polarität dünkt mich unzureichend, denn in der Hinneigung zum Reich der Nacht liegt eine beträchtlich tiefere Unruhe, die nicht einem Schema der Natur oder einer Geometrie des Daseins entspricht. Das Gefühl, von der Nacht verschlungen zu werden, von einer Nacht, die unter dir klafft, ist nur dann möglich, wenn du eine lastende Schwere auf dem Gehirn und dem ganzen Wesen spürst, wie der Druck nächtlicher Unermesslichkeit auf dem gesamten Organismus, wie mich die gierige Nacht dieser Welt für immer und ewig verschlingen wird. Empfindung absoluter Verwirrung. Nicht mehr unterscheiden, differenzieren und einordnen, nichts mehr erklären, verstehen und einschätzen können. Die Empfindung dieser Konfusion macht aus jedem Philosophen einen Dichter. Nicht alle Philosophen können sie indessen erreichen und mit beständiger Intensität erleben. Denn wenn sie diese erlangten, könnten sie nicht mehr abstrakt und starr philosophieren. Der Vorgang, durch den ein Philosoph zum Poeten wird, ist voller Dramatik. Aus der endgültigen Welt der Formen und abstrakten Probleme stürzt man in einem Gefühlswirbel in die Wirrsal und den Wust aller Seeleninhalte, welche sich zu seltsamen und chaotischen Gebilden verschränken. Wie soll man denn noch abstrakte Philosophie treiben, wenn im Inneren ein gewaltiges Drama entflammt, in welcher die erotische Ahnung der qualvollen metaphysischen Unruhe, die Todesangst der Sehnsucht nach Naivität, die vollständige Entsagung einem paradoxen Heroismus, die Verzweiflung der Hofffahrt, die Vorahnung des Wahnsinns, dem Wunsch nach Anonymität, der Schrei, dem Schweigen, der Elan, dem Nichts begegnet. Und alles geschieht zur gleichen Zeit, simultan. Alle diese Triebe keimen in tosender Wallung auf, in rasender Tollheit und absoluter Wirrsal. Wie könnte man dann noch der systematischen Philosophie nachgehen und wie noch einer wohlgeordneten Architektonik fähig sein? Es gibt Menschen, welche in der Welt der Formen begonnen haben und in der absoluten Konfusion enden. Deshalb können sie nur noch poetisch philosophieren. In der absoluten Verirrung zählt nichts mehr. Des Wahnsinns Schmerzen und Lüste ausgenommen.